Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video zum Thema Chalumeau lernen. Ja, wir haben ja in einem Video jetzt gelernt, wie wir vier Töne erstmal greifen, also das C, das H, das A und das G. Und das wollen wir jetzt mal ein bisschen mit Noten verbinden, Notenwerten auch. Und ja, seht selber, auf der Seite seht ihr, was ich spiele und wir haben da auf jeden Fall erstmal eine ganze Note. Die ganze Note hat vier Schläge, wie ihr auch darüber seht. Ich habe mir auch mal die Mühe gemacht, alles darüber zu schreiben. Und danach kommt eine ganze Pause. Eine ganze Pause hat auch vier Schläge. In diesen vier Schlägen wird nichts gespielt. Danach kommt wieder eine ganze Note und wieder eine ganze Pause, wieder eine ganze Note, wieder eine ganze Pause. In den Pausen habt ihr Zeit, Luft zu holen und ihr müsst natürlich auch mitzählen. Am einfachsten geht das mit dem Fuß oder ihr holt euch ein Metronom. Oder, wenn ihr es ganz günstig haben wollt und trotzdem, also ein Metronom kostet ja Geld, könnt ihr auch ein Metronom runterladen. Wenn ihr ein Android-Handy habt, da weiß ich auf jeden Fall, dass es kostenlos die Software gibt. Das zählt dann die ganze Zeit mit. Ich würde so Tempo 80 empfehlen. Das macht sich ganz gut jetzt für den Anfang. Da haltet ihr schon aus und es ist nicht so schnell. Ich mache jetzt erstmal mit dem Fuß mit. In einem anderen Video werde ich mal zeigen, wie das mit Metronom geht. Okay, wir fangen erstmal an. Der erste Ton ist ein C. Das C, wie gesagt, wird vier Schläge ausgehalten. Machen wir jetzt erstmal. Und ich mache den Fuß mit. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Gut, das war schon die erste Zeile. Wir machen gleich weiter mit der zweiten. Da geht es um den Ton H. Das H aushalten. Wieder das gleiche System. Vier Schläge H, dann vier Schläge Pause. Vier Schläge H, vier Schläge Pause. Gut, fangen wir an. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Vier. Okay, geschafft. Die zweite Zeile war das gleiche. Und wie soll es anders sein? Die dritte Zeile auch. Ich muss meinen Fuß wechseln, das tut schon ein bisschen weh. Okay, dritte Zeile. Da geht es um das A. Das A wird ja so gegriffen und wieder gleiches System. Eins, zwei, drei, vier. Zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Gut. Alles kein Problem. Jetzt kommt das G wieder. Also nicht wieder, sondern jetzt kommt das G. Das G wird so gegriffen mit dem kleinen Finger. Und wieder gleiches System. Wir halten die Noten aus. Vier Schläge lang. Zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Okay, auch die Zeile geschafft. Und jetzt wird es noch mal ein bisschen schwieriger. Da gehen wir alle Noten noch mal durch. Also erst das C, vier Schläge. Dann vier Schläge Pause. Dann das H, vier Schläge Pause. Dann das A, wieder vier Schläge und vier Schläge Pause. Und zu guter Letzt das G, nochmal vier Schläge. Okay, probieren wir's. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Vier. Eins, zwei, drei, vier. Okay, super. Ich hoffe, ihr habt es geschafft. Und die Übung könnt ihr natürlich runterladen. Ich habe diesmal auch dazu eine MP3 gemacht. Also
speziell für euch, damit ihr dann mitspielen könnt. Die könnt ihr dann nebenher laufen lassen, damit ihr dann immer auch richtig mitzählt. Da läuft auch schon ein Metronom im Hintergrund. Also gut zuhören und probieren. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!